Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Item-Vorstellung. So, ihr seht im Hintergrund, seht ihr sie schon, nämlich die Segmel. Und wir gucken uns zunächst einmal an, wie die Segmel gecraftet wird in Ender 1.12. Und zwar haben wir hier die Segmel und da brauchen wir Dark Steel Ingot, wir brauchen Flint, wir brauchen Dark B-Metal Gear und einen Piston. Und wenn wir uns mal die Enhanced Segmel angucken, also das Upgrade davon, sehen wir, dass wir End Steel Ingot und Vibrant B-Metal Gear benötigen. Also das ist definitiv vom technischen Fortschritt her schon eine Ecke mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings, was auch mehr ist, ist die Kapazität. Also wir haben hier einen Basic Capacitor drin mit 100.000 und hier haben wir hier einen Basic Capacitor mit einer Fassung von 1,5 Millionen. Und dementsprechend schnell bearbeitet die Segmel dann auch die Rohstoffe. Ich habe jetzt hier ein bisschen Diamanterz. Gehen wir mal hier rein. Ich habe hier auch mal ein bisschen Diamanterz. Und wir sehen, die Geschwindigkeit der Verarbeitung ist deutlich, deutlich größer. Wir haben jetzt hier schon insgesamt 4 jetzt mittlerweile verarbeitet, 5 verarbeitet und hier hängt da auf jeden Fall da nochmal ein kleines Stück auf jeden Fall halt zurück. Und jetzt haben wir hier halt auch schon 8, also von der Geschwindigkeit her fast doppelt so schnell die Enhanced Segmel. Kleiner Nachteil, wir verlieren hier oben einen kleinen Block, das muss man auf jeden Fall mit einberechnen, weil dieser Block ist hier oben, diese halbe Erweiterung ist in Minecraft so bei Ender.io nicht nutzbar. Das ist so der einzige Nachteil und es ist natürlich aufwendiger zu craften, aber wirklich für das Endgame und Late Game ein absolutes Must-Have an der Stelle. Ne? Das war's von der Segmel und der Enhanced Segmel in Ender.io 1.12. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.